Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bioshock Remastered. Bin ich hier raus irgendwo? Wow. Aua. Ja, alles gut, ich will das Heilding hier, ja, danke. Das sage ich, habe ich von dem eigentlich ein Foto. Zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Erstmal nachladen hier. Das denke ich mir schon lange. Sieh dich an, dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nicht. Hey. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Probe von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Das gibt's doch nicht. Gleich dran, also tot. Okay, dass ich daran jetzt nicht gestorben bin, das Ganze ist ja schon eher an ein Wunder. Zeigt wohl nach unten. Ja. Ich weiß nur leider den Code nicht. Aha. Als das mit der Künstlerin war. Geschäft ist Geschäft.
Tot. Muss aber den Code finden. Was ist da? Oder habe ich das mit dem Code vielleicht nur überhört irgendwo? Da kann ich auch mal gleich shoppen gehen eigentlich. Wo ist denn schon wieder das Medi-Dinning? Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Zahltag. So. Das ist echt teuer. Ja. Okay, hier war ich noch nicht drinne. Jetzt mal hier gucke. Besorge das Heilmittel. Zuchong hat das Gegenmittel für die Droge entwickelt, mit der Fontaine sich vernichten will. Die Droge versucht es an zwei möglichen Stellen. Du weißt, dass Zuchong die Droge in seinem Labor in den Artemis Suits in der Nähe des Apollos quer entwickelt hatte. Tenenbaums Probe fehlt. Sie glaubt, dass Fontaine sie gestohlen hat, vermutlich in seinem Pentos im Mercury Suit aufbewahrt. Wunderschöne Küche hier. Da wird mir sogar das Ziel angezeigt. Okay, komme ich dann über den Fahrstuhl hin oder? Treppen wirklich hoch. Gehen wir mal die Treppen gerade einfach.
Weil ich bin dezent. Ah, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt voll, dass ich wenigstens mehr Schaden mache. Ach, leck mich doch. Okay, das hat's auch nicht gebracht. Ich weiß, dass da mein Ziel ist. Da komm. Lass es da einfach. Okay. Die haben Kinder, ey. Das ist anscheinend auch noch was. Das verstehe ich aber nicht von wo.
ich da hinkomme. Irgendwie von hier drinnen. Hinter dem Ofen anscheinend. Wie ist es außer vom verlassenen Apartment her? Egal, wird nicht das Wichtige sein, so. Wie komme ich da hoch? Wie? Also wo könnte der Code noch sein, wenn wir uns jetzt mal hier auf der Karte orientieren? Ich habe doch eigentlich theoretisch alles abgesucht. Jetzt mal die Sache eben, ob ich einfach nach dem Code suche. Okay, wir erfahren den Code aus einem Tagebuch. Aber haben wir das nicht schon? Ich habe jetzt natürlich mal eben den Code nachgeguckt, dass wir, finde ich, vorankommen. Bevor ich mir jetzt einen Ast absuche, oder wir das Ding vielleicht schon haben und ich einfach nur nicht mitgekriegt habe. Von der überhaupt schon Fotos gemacht. Alter Schaden. Dreck! Mann, wo kommen die denn alle her?
Wo kamen die denn alle her? Ich habe mit dem Wodka reingehauen. Armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Okay, da ist nichts. Kann ich das damit vielleicht zerstören? Oder ich springe einfach so rüber. Also da müssen wir so oder so das andere auch noch suchen. Gut. Such jetzt zu Chance Labor in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Okay, wie komme ich zu den Artemis Suites? Jetzt komm da raus. Jetzt kann ich wenigstens mal alle durchtesten fast. Ja,
Hä? Warum sterbe ich denn? Ja, ich will jetzt meinen Loot noch haben, den ich hier fast getötet habe. Haha. Doch. Doch, doch. Ja. Bräuchte mal irgendwann. Fackeln 3. Ist das so direkt hier hin? Okay, das ist tatsächlich mein Ziel. Oh. Big Daddy 2 hypnotisieren. Okay. Lief doch bisher ganz gut und ich würde auch sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten und natürlich die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut rein!